Na, Johnny. Ah, geht auch pfeifen. Streicheln wir dich mal. Braves Hühnchen. Du siehst auch richtig schnuckelig aus hier. Mit dem verschiedenfarbigen Fell. Sowas mag ich sowieso. Verschiedenfarbige Fell. Dinger. Johnnychen. Die kleine süße Nase. Diese Augenbrauen, die nicht wirklich Augenbrauen sind, das sind, glaube ich, keine Augenbrauen, oder? Sind das Augenbrauen? Die hellbraunen Flecke, die er da hat. Schwänz. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Hast dich so schnell umgedreht? Hast was gesehen? Oh, es ist schon Nacht draußen. Und du? Tagebuch habe ich ja. Okay, ich lese mal in meinem eigenen Tagebuch. Das ist ein Tagebuch, damit kannst du Streetpass und Spotpass nutzen. Streetpass erlaubt dir mit anderen Spielern Geschenke und 3D-Fotos auszutauschen. Über Spotbus erhältst du Benachrichtigungen zu Nintendox und den Titel des Spiels einfach einfügen. Sowie besondere Geschenke. Streetpass und Spotbus brauchst du auch dann aktiv, wenn du gerade nicht Nintendox und Cats spielst. Alles, was du von anderen Spielern erhältst, wird auf deiner SD-Karte gespeichert. Oha! Möchtest du Speicherdaten für dein Tagebuch auf der SD-Card erstellen und diese Software für die Streetpass und Spotpass registrieren? Jetzt habe ich aber ziemlich schnell gesprochen. Yep, will ich. Bitte warten. Johnny wartet auch. Hat's wohl verstanden. Och, süß. Leckt sich. Es kann keine weitere auf Spotbot und so weiter. Kann nicht registriert werden. Verwaltung aufrufen. Ja, das mache ich dann später, oder? Oh, mein Mii. Zwergi. Begegnungen 0. Da muss ich auf jeden Fall Spotpass und Streetpass aktivieren. Das mache ich nachher nach der Aufnahme. Das ist sowas von muss. Foto ändern? Wieso Foto? Was will ich denn? Kannst ein Foto auswählen? Achso, du kannst kein Foto auswählen. Dafür muss ich erstmal Streetpass aktivieren. Naja. Oh, auf dem unteren Bildschirm kann ich zeichnen. Kann ich mir Notizen machen. Und muss die alle mühsam wieder radieren. Och nö. Dann hat er sich geschüttelt. Och, ganz aktiv, der Kleine. Hat die ganze Zeit rumgehockt. Und jetzt sprintet er. So, mal seinen Namen unten auf den unteren Bildschirm geschrieben. So, wird los. Speicher mal. Ja, was können wir hier noch machen? Ausgehen können wir. Oder Utensilien, was haben wir hier? Oh, ein Tennisball. Nehme ich. Fang den Tennisball. Hui! Na, aber ultimativ. Och, putzig. Ist das putzig? Ist das putzig? Weglegen. Was habe ich in ihm geklaut? So ein Mist, aber auch. Ballons habe ich hier. Nein. Hunden noch keinen Luftballon geben. Nein. Der zerbeißt den doch. Ist gefährlich. Johnny. Da hinten, Luftballon. Luftballon, hol Luftballon. Nicht anbellen. Okay. Was macht er mit dem Luftballon? Ah. Finde er ganz interessant. Hochinteressant. Du, ich habe noch einen anderen Luftballon. Nee, ist derselbe. Ja, hast du.
dann stecken wir mal den Luftballon weg. Könnte gefährlich werden. Streichel, streichel, streichel. Putz, kleines Johnchen. Utensilchen. AR-Karten haben wir noch. Shampoo haben wir, Wasser haben wir, Trockenfutter haben wir. Oh, Halsband. Rotes Halsband. Ein braunes wäre mir da lieber, oder? Kann ich mir ein anderes holen? Ja, ein Halsband ist auf jeden Fall schon mal ein guter Weg. Das war erstmal rot, aber... Kann man Futter geben. Ja, hast du Futter. Auch ein kleiner Welpe muss schon futtern. Auch ein kleiner Johnny muss was zu futtern kriegen. Schon alle gegessen. Das ging aber schnell. Auch Wasser kriegst du noch dazu. Trink. Schlapper, schlapper, schlapp. So süß. Der kleine Welpe. Na, was guckst du? Willst du nach draußen? Willst du Gassi gehen? Muss ich bestimmt wirklich Musik runterlegen. Ich habe bisher noch keine gehört. Vielleicht ist sie mir nicht aufgefallen, aber... Was haben wir hier? Ah, sein Steckbrief. Steckbrief. Johnny, Zwergenpudel, Körperbau dünn, im Gegensatz zu mir. Hunger satt, Durst nicht durstig. Das nennt sich übrigens Sitt. Kleiner Guide vom Zwergi. Hat man sich mal drauf geeinigt. Fell ist sauber. Perfekt, ein gepflegter Hund. Trickliste Wettbewerbe. Was Wettbewerbe? Hm, die gibt's auch noch. Können wir mal machen. Trickliste Sitz. Oh, da gibt's noch einen Trick, noch einen Trick. Drei Tricks können wir ihm aktuell beibringen. Ich will ihm jetzt keinen Trick beibringen. Das reicht. Erstmal. So. Ausgehen machen wir mal anders. Ich speichere jetzt mal einen anderen Termin. Ich glaube, das müsste... Holen wir ihn nochmal zu mir. Ich bin zu voll zum Rufen. Das hat jetzt sogar ein Halsband. Ich bin mir sicher, irgendwann können wir uns ein anderes Halsband kaufen. Ich finde ein braunes viel passender. Zumal das ein Zwergenfürst Hund ist. Ein Zwergenhund. Ein Zwergpudel. Junge! Nice.